Landeswinterspiele wieder ein voller Erfolg. Bereits zum 21. Mal trafen sich rund 500 Kinder und Erwachsene mit geistiger Behinderung in Friedrichsbrunn, um sich in den winterlichen Sportarten zu messen. Menschen mit Handicap sollen besser in die Gesellschaft integriert werden. Das ist auch Anliegen des Landkreises Harz. Das war ursprünglich mal eine Idee vom Sportverein Grün-Weiß hier in Friedrichsbrunn, für Menschen mit geistiger Behinderung was zu tun. Und dann haben wir die Schule im Altkreis Quedlinburg, die Senecura-Schule, die ja geistig behinderte Schüler unterrichtet. Und diese Schule wurde mit ins Boot geholt. Und so entstand dann diese Tradition, diese Sportfestspiele hier in Friedrichsbrunn durchzuführen. Und der Sportverein Senecura hat dann diese Initiative fortgeführt und engagiert sich nach wie vor sehr, diese Festspiele zu einem Höhepunkt im Sportbereich werden zu lassen. Und wenn man sich das anschaut, wie jedes Jahr die Stimmung pur zu erleben ist unter den vielen Kindern, die hier mitmachen, so circa 350 bis 400 Kinder haben sich auch dieses Jahr wieder angemeldet, dann weiß man, wie groß auch der Bedarf ist und wie das Engagement hier ausgeprägt ist, jedes Jahr diese Sportwettkämpfe durchzuführen. Ausrichter war wie in den vergangenen Jahren der Behinderten- und Rehabilitationssportverein Senecura aus Quedlinburg, der unter dem Dachverband des BSSA und Schirmherrschaft des Landkreises diese Landeswinterspiele in bewährter Weise organisierte. Wir wollten den Kindern mit Behinderung auch ein Erlebnis im Schnee bieten und deshalb war unsere Überlegung, Winterspiele zu organisieren, also nicht klassische Wettkämpfe, sondern in spielerischer Form, damit auch jeder eine Chance hat, eine Medaille zu gewinnen. Seit 1991 laufen diese Winterspiele und seit 1994 ist der BASV Senecura der Ausrichter der Veranstaltung. Veranstalter ist ja unser großer Landesverband und es sind also immer die gleichen klassischen Disziplinen, die bewertet werden, damit auch die Schüler sich und die Erwachsenen sich im Laufe des Jahres vorbereiten können, wie Schneeballzielwurf, Eisstockschießen, also das Bosseln und dann auch das Rodeln. Das Rodeln heute nun mal wieder draußen, das ist natürlich ein Highlight für die Kinder, wenn man dann doch mit dem Schlitten den Berg runterfahren kann und nicht auf dem Rollbrett liegend Bauchrodeln muss. Ansonsten haben wir noch viele kleine Angebote, kleine Spiele, Kegeln, damit auch die Zeit überbrückt wird und nicht so lange Wartezeiten an den Stationen sind. Alle Kinder waren aufgeregt und erwarteten mit Spannung die ersten Wettkämpfe. Obwohl viele von ihnen die Veranstaltung schon kannten, war es für sie wieder der Höhepunkt des Jahres. Die Schüler der Senecura-Schule versuchten sich als erstes beim Eisstockschießen. Das wurde in der Sporthalle ausgetragen. Wer schafft es ins Tor? Dazu gehört nicht nur Kraft, sondern auch Geschicklichkeit. Die Mädchen und Jungen hatten für den Wettkampf viel geübt. Zielball-Weitwurf und Rodeln wurde in der freien Natur ausgetragen. Drei Schneemänner standen schon bereit. Wer hatte den richtigen Blick, wer das richtige Händchen und wer bekam die meisten Punkte? In diesem Jahr fanden die Landeswinterspiele unter idealen Bedingungen statt. Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die Kinder waren begeistert. Hier finde ich schön, da kann man wenigstens Schlitten fahren. Friedrichsbrunn, es ist ganz schönes Wetter, es gibt hier schön viel Stationen und schön viel zum Rodeln. Also hier oben in Friedrichsbrunn finde ich hier ganz toll, also ganz super hier oben. Besonders freuten sie sich auf das Rodeln. Um Unfälle zu vermeiden, wurde in diesem Jahr ein kleiner Hang ausgewählt. Aber auch hier kamen einige Rodler schon richtig auf Touren. Andere wiederum waren auf eine kleine Unterstützung angewiesen. Dank der vielen Helfer wurde es für die Kinder zu einem richtigen Erlebnis. Die Zeiten wurden gestoppt. Einer der schnellsten war Mike Meyer aus der Senecura-Schule. Ich habe zu Hause geübt und dann habe ich
mal ausprobiert, wie das geht mit Schlittenfahren. Ausgelassen und fröhlich waren die Kinder. Spaß hat es allen gemacht. Es ging in erster Linie nicht um den Wettkampf, sondern um die Freude und das gemeinsame Erleben. Dank der guten Vorbereitung und Organisation des BRSV Sinecura war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. Gern werden alle Teilnehmer auch im kommenden Jahr zu den 22. Landeswinterspielen wieder nach Friedrichsbrunn kommen.